So, hallo liebe Leute und wieder mal willkommen. Heute will ich euch ein weiteres Spiel zeigen, was ich sehr gern spiele. Bevor wir loslegen, gebt mir eine kurze Chance, die Musik runterzustellen. So, dann die ist zwar hübsch, aber stört mich ein bisschen beim Reden. Also, was wir uns heute angucken, ist Dwarf Fortress, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wie ich bereits sagte, ich mag dieses Spiel sehr gern. Und zweitens, es gibt den Freunden, die mich schon einweisen wollten, als ich anfing, Minecraft zu spielen. Wie kann man ein Spiel spielen mit so einer Grafik? Nun, die Chance, mich endgültig für verrückt zu erklären. Aber es ist meine private Ansicht, dass ein Spiel, wenn es Spielwitz und Spieltiefe hat, nicht unbedingt tolle Grafik braucht. Im Fall von Dwarf Fortress kann man fast gar nicht von Grafik sprechen, aber ihr werdet sehen. So, also wenn ihr auf opulente Grafiken steht, dann könnt ihr jetzt eigentlich schon aufhören zuzugucken. Nur so viel. Okay, und der zweite Punkt ist, ähnlich wie bei Blood Bowl, falls ihr das Video gesehen habt, werde ich nicht probieren, irgendein großes Tutorial zu machen, sondern ich probiere euch nur das Spiel nahe zu bringen und dann entweder die Liebe oder den Hass in euch zu wecken und zu sagen, oh Gott, was für ein Unsinn, oder hey, das muss ich mir unbedingt angucken. Also, nur so viel dazu. Es gibt sehr gute Tutorials und es gibt sehr gute Let's Plays von Dwarf Fortress. Ich werde ein, zwei davon auch in die Links reinpacken, zusammen mit einem Download-Link für das Spiel, was übrigens umsonst ist. Und dann könnt ihr euch dort weiter informieren. Das soll hier wirklich nur eine ganz kurze Einführung werden, was Dwarf Fortress eigentlich ist und was es zu bieten hat. Und warum ich es interessant finde, findet ihr vielleicht auf dem Weg dahin auch raus. Also gut, legen wir gleich mal los. So, zum freudigen Anlass dieses Videos starte ich mal eine ganz frische neue Welt, damit ihr auch seht, wie man wirklich anfängt. So, erstmal haben wir ja einige Auswahlmöglichkeiten, wie die Welt, die man kreiert, denn, aussehen soll. Da ist einmal die Weltgröße natürlich, die lassen wir jetzt einfach mal auf Medium. Medium ist im Übrigen schon ziemlich groß, wie ihr bald sehen werdet. Dann die Geschichte, also wie viel Zeit ist vergangen, bevor ihr und eure Expedition aufbrecht, um euer Dwarf Fortress zu bauen. In der Weltgeschichte, und da nehme ich mal Very Short. Wir fangen mal an in der absoluten Steinzeit der Geschichte sozusagen. Dann die Number of Civilizations, also wie viele andere Zwergen, Zivilisationen sind da, Menschen, Elfen und natürlich die ewig neidischen und hadernden Goblins. Das lasse ich auf Medium. Maximum Number of Sites, okay, das ist wie viele mögliche andere Siedlungen da sein können. Das lassen wir auch auf Medium. Number of Beasts. Beasts sind spezielle Kreaturen, also nicht die üblichen Standardmonster sozusagen, sondern seltene Kreaturen. Das setzen wir mal auf Low. Also zum Beispiel, was weiß ich nicht, große Drachen etc. Sowas in der Art. Dann, gut, wie Natural Savagery. Wie gefährlich ist unsere Umwelt sozusagen? Das nehmen wir auch mal auf Low fürs Erste. Und Mineral Occurrence. Wie häufig sind Metalle zu finden? Und das lassen wir auf Spaß und damit können wir eigentlich glücklich sein und loslegen. So, da fängt der Computer auch gleich mal an, die Welt zu berechnen.
Und das ist eine, wow, sogar recht urige Welt. Sowas habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Die wird tatsächlich nicht ganz leicht, aber akzeptieren wir mal. So, jetzt wo die ne neue Welt da ist, können wir dann auch ein neues Spiel anfangen in dieser Welt. Und ja, ich hatte vorher eine andere, und oh, nun bin ich am Überlegen. Ich denke mal, das hier ist die neue, oder? Gut, und es gibt drei Auswahlmöglichkeiten. Legends ist eigentlich nichts weiter als sich anzugucken. Wenn man schon eine Weile gespielt hat, kann man hier gucken nach historischen Figuren zum Beispiel. Adventure ist spielt man einen einzelnen Abenteurer und seine Gefährten später, wenn er welche gefunden hat. Das ist auch ganz interessant sogar in Dwarf Fortress. Das kann man allerdings nur machen, wenn man kein aktives Dwarf Fortress gerade macht. Also, und wir wollen ja das Hauptspiel spielen. Also, Dwarf Fortress. Los geht's. Okay. So, wie man jetzt hier sieht, wir haben drei verschiedene Übersichten. Rechts auf der Karte sehen wir die Welt. Das ist die Welt, die wir vorhin erschaffen haben. Die mittlere Karte ist die Region, also nur dieser Ausschnitt von der Welt. Und noch kleinerer Ausschnitt ist halt links das Lokal. So, und innerhalb des Lokals seht ihr nochmal ein kleines Quadrat. Das wird das eigentliche Spielgebiet, wo unser Dwarf Fortress sein wird. So, wir können uns also von der Hintergrundgeschichte. Es hat eine Gruppe von Zwergen, die auszieht, um ein neues Fortress zu gründen. Und wir können uns jetzt auf der ganzen riesigen Welt jetzt erstmal irgendeinen Platz aussuchen, der uns gefällt und der gut ist für uns. So, Zwerge haben natürlich bestimmte Vorlieben. Also, sie leben normalerweise gern unterirdisch. Und ja, sie mögen Alkohol und sie mögen Metalle. Es gibt auch einen ganzen Haufen Dinge, die sie nicht mögen. Und einen ganzen Haufen Dinge, die sie brauchen, außer Alkohol und Metallen. Also, man kann hier am Anfang tatsächlich wirklich Stunden damit verbringen, die perfekte Stelle zu finden. Ich glaube, bei meinem allerersten Spiel habe ich, gut, abgesehen davon, dass ich gestaunt habe und überhaupt nicht wusste, worum es ging, habe ich, ich glaube, mindestens eine Stunde lang gesucht nach einem wirklich geeigneten Platz. Okay, aber schauen wir uns mal ein bisschen um und ich würde mal, ich werde diesmal mal nicht so ewig suchen. Aquifer, nicht gut. Hier sind keine Berge, auch nicht gut. Hier sind keine Bäume. Okay, dieses Gebiet sieht an sich schon mal gar nicht so schlecht aus, denn wir haben ja einen kleinen Flusslauf, wir haben unseren Berg. Gut, das heißt, wir können jetzt im lokalen Gebiet hier nochmal ein bisschen weiter umsuchen. Ja, hier ist schon wieder eine Aquifer. Das ist nicht so super ideal. Bisschen wenig Bär, mein Geschmack.
So, falls ihr euch gewundert habt, dass jetzt die Grafik sich also geändert hat, ich habe zwischendurch mal eine ganz kurze Pause gemacht und das Grafikpack umgestellt. Weil das hier einfach ein bisschen besser ist, um das Spiel zu zeigen. Okay. So. Wenn wir jetzt also mal schauen. Wir haben hier gemäßigte Temperatur, wir haben dichte Wälder, wir haben dichte weitere Vegetation und um uns herum ist Wilderness. Wilderness ist nicht ganz ungefährlich. Ich könnte noch mal ein bisschen weiter gucken. Ja, ah, okay. Das sind harte Zwerge. Die sind hart im Nehmen. Das wird sie schon nicht umbringen. Also gut, nehmen wir jetzt einfach mal dieses Gebiet und sagen, okay, hierhin bricht jetzt unsere Zwergenexpedition auf. So, das bringt uns zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt besteht darin, ein Team von Zwergen zusammenzustellen. Okay, nun habe ich nicht die Grundversion des Spiels runtergeladen, sondern ich habe das sogenannte Lazy Noob Pack genommen. So, das Lazy Noob Pack gibt euch die Möglichkeit, man kann hier schon mal vorgefertigtes Pack von Zwergen zum Beispiel nehmen. Das mache ich eigentlich nie. Und zwar, weil ich gerade den ersten Teil, also die Zwerge zusammenzustellen und ihre Ausrüstung zusammenzustellen für die Expedition, selbst wahnsinnig interessant finde. So, wir nehmen also Prepare for the Journey Carefully und kommen zu einem nächsten Schirm. Auf der linken Seite oben sehen wir jetzt meine sieben Zwerge. Alle noch unausgebildet, alle Peasants als Berufsbezeichnung. Und wenn ich jetzt Tab drücke, dann komme ich zu dem Bildschirm, der mir sagt, okay, was planen die Jungs eigentlich mitzunehmen auf ihre Reise, bevor sie aufbrechen. Also das ist ihre Grundausstattung sozusagen. Und da sieht man jetzt einiges, was sie sich da gedacht haben, was nützlich für sie wäre mitzunehmen. So, unten auf dem Bildschirm sieht man außerdem eine Punktanzahl, nämlich 270 Punkte haben wir im Moment. So, Punkte braucht man sowohl für die Ausbildung der Zwerge, als auch um Ausrüstung hier, für die Ausbildung der Zwerge und um Ausrüstung hier halt zu kaufen. Das heißt, mit 270 Punkten kommen wir wahrscheinlich nicht so weit in der Ausbildung der Zwerge. Das heißt, wir reduzieren jetzt hier erstmal den Krempel, den sie mitnehmen wollen, auf das Notwendige. Zum Beispiel diesen eisernen Amboss hier, den sie hier haben, das mag sehr nützlich sein, aber ich glaube, 100 Punkte dafür auszugeben, ich glaube, da schauen wir lieber mal später, ob sie nicht selbst einbauen können. Also nehme ich ihn den mal weg. Gut, Zwerge trinken nur Alkohol, Wasser nur, wenn sie krank sind, um ja, bestimmte Krankheiten zu bekämpfen. Das heißt, das ist gar nicht so schlecht, ja, davon brauchen sie eine Menge. Dann haben sie hier Samen für alle möglichen verschiedenen Pflanzen, das ist auch okay, denn damit können wir dann später Felder anbauen. So, lecker, lecker Essen haben sie sich auch mitgenommen, Rattenfleisch und ein paar weibliche Höhlenhummer. Da die eh nicht viel kosten, lassen wir die ihnen auch. So, jetzt kommen wir hier zu ein paar Sachen, die schon verarbeitet sind. Das sind diese Threads. Das sind halt Fasern, daraus können sie dann zum Beispiel ja, Clothes und Bags und Ropes und so weiter bauen.
Aber ich denke, die können sie selbst abbauen und die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt von Anfang an. Und genauso wenig das Close. Zwerge können ruhig mal ein bisschen stinken, bevor sie anfangen, sich neue Kleidung herzustellen aus Close. Das wird ihnen nicht zu viele ausmachen. Dann Taschen. Ein paar Taschen sind bestimmt keine schlechte Idee, aber 5 sind ein bisschen viel. Quivers. Und wir haben ja noch nicht mal Armbrüste. So. Quivers nehmen wir auch nochmal 2 mit. Dann haben wir jetzt 550 Punkte statt der mageren 270. Mal gucken, was wir hier noch haben. Eimer. Splints. Crutches, also Krücken. Und ein Sedan, ja, man das auf Deutsch. Eine Schubkarre. Sedan-Schubkarre. Die beschleunigt ein bisschen die Geschwindigkeit, mit der sie Krams hin und her transportieren können. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schauen wir erstmal, wie weit wir kommen jetzt mit den Punkten, die wir jetzt hier haben. Abgesehen davon gibt es noch irgendwas, was wir wirklich brauchen. Ich denke schon. Eine Sache, die ich immer gerne mitnehme, sind männliche und weibliche Hunde. Bei Hunde kann man sowohl ausbilden zu Jagdhunden oder Kriegshunden, oder man kann sie essen. Und deshalb nehmen wir mal wenigstens ein paar mit. Mal 4 weibliche Hunde und nehmen wir nochmal. Probieren wir mal 4 männliche Hunde. So, haben sie genügend Essen? Das ist die zweite Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie sollten noch mal ein bisschen was Leckeres mitnehmen. Was gibt's denn im Angebot diesmal? Ah, na gut. Schauen wir erstmal, wie weit wir mit den Punkten kommen für die Ausbildung. Eigentlich haben sie genügend dabei, um gut zurechtzukommen. So, dann der nächste Schritt. So, jetzt hat man hier also seine 7 Zwerge, die bereit sind für die Expedition. Und natürlich sollte man sich erstmal ein bisschen mit ihnen vertraut machen. So, das erste, was man macht, normalerweise, ist, man guckt sich die Zwerge mal im Detail an, um zu sehen, wofür sie denn eigentlich geeignet sind. Jetzt nehmen wir mal den ersten, Solon Nokgolokum. So, das ist eine junge Zwergendame. Der erste Teil ist eigentlich nur eine Beschreibung, wie sie aussieht und wie alt sie ist. Und 56 ist ziemlich jung für einen Zwergen. Und wie gesagt, wir haben ganz am Anfang der Welt angefangen. Sie sind wahrscheinlich einige der ersten Zwerge, die überhaupt existieren. So, dann kommen wir mal zu dem grünen Teil dort. So, sie wird selten krank und ist tough. Aber sie heilt langsam und ist schnell erschöpft. Okay. Dann in dem etwas hellgrüneren Teil wird angezeigt, was sie für Vorlieben und Abneigungen hat. Also die gute Solon mag Gneis, Elektrum und so weiter. So, darunter wiederum steht, was für Charaktervorzüge sie hat. Also sie ist sehr geduldig, sie hat einen scharfen Intellekt und Willenskraft. Okay, einen mageren kinästhetischen Sinn. Schlechten sozialen.
Very bad empathy and very bad intuition. Okay. So, wir wissen also schon mal, was sie nicht wird. Sie wird auf jeden Fall nicht, nicht unsere Anführerin, weil sie hat, ja, keine guten sozialen, Social Skills. Rarely sick and tough. Okay. So, einen Vorteil hat sie allerdings, wenn ich jetzt mal weiterlese im weißen Bereich da unten. Sie mag es, draußen zu arbeiten, was super selten ist bei Zwergen. Und sie macht sich nicht viel aus schlechtem Wetter. Das ist nicht schlecht. Also, würde ich mal sagen, die gute Dame könnte schon mal eine zukünftige, ja, unser Outdoor-Zwerg sozusagen werden. Sie könnte zum Beispiel Holzfällerin werden und irgendeinen verwandten Skill halt noch dazu. Okay. Und da ich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich einen Zwerg anklicke, von der Musik unterbrochen werden will, werde ich die mal kurz runterstellen. Denn schön ist sie zwar, aber wie gesagt, nicht so toll, wenn ich dabei reden muss. So, dann Solon klingt mir erstens ziemlich männlich, aber ich bin ja auch kein Zwerg, vielleicht irre ich mich da. Und außerdem könnte ich mir den Namen wahrscheinlich nicht merken. Deshalb geben wir ihr mal einen neuen Namen und nennen sie jetzt mal Vuria. Und dann gebe ich auch noch, damit ich mir das merken kann, dass ich sie eigentlich als eine Art Waldschrat vorgesehen habe, gebe ich auch mal einen neuen Namen für ihre Profession. Zum Beispiel Forester. Das kann alles sein, was ihr, was auch mehr eingeben wollt. So. Dann würde ich mal, werde ich mir mal die anderen Zwerge angucken und sehen, was die so alles an Vorlieben und Abneigungen haben. Und genauso verfahren wie mit der guten Vuria. Aber damit das Video nicht ewig lang wird, mache ich das mal kurz offline und komme dann wieder, sobald ich damit fertig bin. So, jetzt hatte ich mir alle Zwerge angeguckt und ja, es sind einige Luschen dabei, muss ich sagen. Haben einen starken Frauenüberschuss auch, was wahrscheinlich nicht so schlecht ist. Hm. Gut, jetzt sieht man, neben den Zwergen steht jeweils eine 10. Und wir haben 422 Punkte. So, jetzt nachdem ich mir überlegt habe, was sie werden könnten, würde ich dazu übergehen, ihnen die entsprechenden Skills auch zu geben. So, fangen wir also mal wieder mit unserer Forester-Dame an. Da sie gern draußen arbeitet, darf sie dann auch gleich mal ein bisschen Woodcutter-Skill haben. So, zwei Punkte schon mal ausgegeben und man sieht, die Punkte unten gehen auch runter, nämlich um die Zahl rechts neben dem jeweiligen Skill. Okay, sie kann Bäume schlagen. Wenn sie schon Bäume schlagen kann, kann sie das gehackte Holz eigentlich auch gleich verarbeiten, meiner Ansicht nach. Also machen wir sie auch noch zum Zimmermann. Oder Schreiner. Gut. Was braucht die gute Dame noch für draußen? Und wenn sie da draußen rumläuft, habe ich an sich auch nichts dagegen, wenn sie ein paar Kräuter einsammeln könnte. Und
Und das ist ein kleines Nebenhobby. Darfst du auch noch Woodcrafting nehmen. Jetzt bin ich im Überlegen, was wäre noch gut für sie. Zwei Punkte hat sie noch. Nun, irgendwer muss mit den Tieren umgehen können. Und die Tiere vielleicht auch trainieren können. Und dann hat sie ihre Punkte vergeben. So. Das wäre also unsere Forester. Dann kommen wir als nächstes mal zu unserer mutigen Anführerin Duria. So, Anführer brauchen nur eine ganze Menge Skills. Also schauen wir mal. Sie sollte definitiv überzeugen können. Verhandeln sollte auch ihr Ding sein. Lügen ebenfalls. Manchmal braucht man das. Sie sollte einschätzen können, was die Absicht anderer ist. Sie sollte vor allem Güter, die mit Karawanen kommen, einschätzen können. Sie sollte Buchhaltung können. Organisieren eigentlich auch nicht schlecht und vor allem ist sie ein Leader. Okay. Das geht fix. Kommen wir zum nächsten Zwerg, das wird unser Koch. Koch. So. Koch sollte natürlich vor allem genau das sein, also ein Koch. So, wenn er schon mal dabei ist, sollte er auch schlachten können. Und da dabei beim Schlachten immer mal was abfällt. Kann der sich auch mit Knochen Kunst auskennen? Was geben wir dir denn noch? So, die Zwerge können auch die ganzen Sachen lernen, natürlich dann durch Anwendung. Das sind jetzt einfach nur ihre Anfangsskills und sie können auch Sachen wieder verlernen, wenn sie einfach sehr lange nicht benutzt haben. Tja, ich glaube, ich gebe ihm einfach noch mal ein bisschen mehr Koch. Ein bisschen mehr Butche. Was könnte er noch können? Grower. Grower ist auch wichtig, dafür kann man eigentlich nicht genügend haben. So, jetzt habt ihr, denke ich, das Prinzip verstanden. Das heißt, ich werde die anderen Zwerge jetzt mal wieder offline weiter ausbilden, in Ruhe. Und dann zeige ich euch, was man hier noch so machen kann. In Ordnung, so. Ich habe noch eine kleine Veränderung gemacht. Die gute Muria ist jetzt kein Miner. Sie ist jetzt Anführerin unserer zukünftigen, hoffentlich irgendwann mal Wache. Wenn mehr Zwerge dazukommen. Und der arme Nongdur muss Miner werden, obwohl er schwach ist. Aber ich brauche einfach zwei Miner. Gut. Die letzten Punkte habe ich auch noch auf ein bisschen zusätzliche Ausrüstung vergeben, ein bisschen mehr Essen vor allem für den Anfang. Zwerge mit knurrendem Magen sind immer ziemlich stressig.
Dann, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist einmal unser Fortress benennen. Und wie nennen wir es denn mal? Erstmal den ganzen Mist weg. So, jetzt überlegen wir uns mal einen schönen Namen. Wir nennen das Fortress. Mabduk, also Ale. Nein, wir nennen das Sustash, Ancient. Gab's nicht auch. Ah, Ale ist gut. Ancient Ale. Sustash Mabduk. Das klingt doch schon mal nett. Und dann, bevor unsere Gruppe aufbricht, braucht die Gruppe selbst auch noch einen Namen. Erstmal den Random-Namen wieder weg. Und wir nennen sie... Wie nennen wir sie mal? Stable Ort. Warum nicht? So, das ist also eigentlich alles, was man macht, bevor das eigentlich Spiel losgeht. Man stellt eine Gruppe von Zwergen, also man kreiert eine Welt. Man sucht sich einen guten Platz aus in der Welt. Man kreiert oder nimmt ein Package von vorgefertigten Zwergen. Man sucht sich Ausrüstung aus. Und dann kann es eigentlich losgehen. So, jetzt glaube ich, ist das Video schon ziemlich lang geworden. Deshalb, und abgesehen davon ist es hier bei mir ziemlich spät geworden. Deshalb zeige ich euch das eigentliche Spiel, also wie es dann weitergeht, zeige ich euch dann in einem zweiten Video. Okay, also, wenn ihr dann noch dabei seid und nicht jetzt schon geschockt seid. Bis denn, ciao, ciao.